Schließe nun deine Augen und kuschle dich in deinen Stuhl oder dein Bett ein. Mache es dir so bequem, wie es dir möglich ist, und spüre, wie du ganz automatisch tiefer atmest. Es gibt nun nichts mehr für dich zu tun, an nichts mehr zu denken. Du kannst jeden Druck loslassen. Du bist nun vollkommen sicher, vollkommen geschützt. Spüre, wie deine Unterlage oder dein Stuhl dich trägt und wie die Wärme dich sanft einhüllt. Erlaube dir nun, dass dich über deinen Atem jeglicher Unfrieden verlässt. Atme den Unfrieden, die Unruhe und jegliche Disharmonie in dir ganz einfach über deinen Atem aus. Und erlaube dir den Frieden, die Ruhe und die Harmonie nun ganz bewusst einzuatmen. Spüre nun bitte in dein Herz. In das energetische Zentrum deiner Liebe, zu dir selbst und zu allem, was ist. Kannst du dir vorstellen, dass dort in deinem Herzen ein Raum existiert? Ein Raum voller Stille und Liebe, frei von allen Gedanken über dich selbst, frei von dem Chaos der äußeren Welt. Spüre in dich hinein und erlaube dir, dass ein Gefühl und ein Bild in dir entstehen, wie dieser innere Herzensraum aussehen könnte. Sieht dieser innere Raum der Stille und Liebe in dir vielleicht wie eine Höhle der Wärme und des Rückzugs aus? Oder scheint dein innerer Herzensraum ein gemütliches Wohnzimmer zu sein? Vielleicht aber empfindest du deinen Herzensraum einfach als einen Ort des Lichtes und der Weite? Erlaube dir nun, diesen inneren Herzensraum zu betreten.
bist du dort. Kannst du den Herzensraum spüren? Schaue dich ein wenig an diesem wunderbaren Platz in deinem Herzen um und halte alles für möglich. Du bist heute in diesem Herzensraum, weil du dein inneres Kind, dich selbst, von den Schmerzen und Wunden der Vergangenheit befreien möchtest. So rufe dein inneres Kind in deinen Herzensraum. Rufe den kleinen Engel, der du warst und bist. Rufe deinen innersten Schmerz, der so viel Leid erfahren hat. Mache dich frei in deinem Geiste und deinem Herzen. Glaube mir, es geht um deine Erlaubnis, den Schmerz zu sehen, deine Bereitschaft, die Vergangenheit anzunehmen. So erlaube dir, dein inneres Kind zu sehen, den Schmerz zu sehen oder zu fühlen. Lasse dein inneres Kind in deinem Herzensraum erscheinen und vertraue, dass alles richtig ist. Kannst du es sehen? Kannst du dich als Kind sehen? Es kann sein, dass dein Kind traurig ist oder auch, dass es mutig und freudig ist. Erlaube deinem Inneren mit dir zu sprechen und beurteile nicht, was du in deinem Inneren siehst. Begrüße dein inneres Kind so, wie es dir möglich ist. Umarme es, wenn dein inneres Kind dies erlaubt. Lächle es an und erfreue dich, dass es gekommen ist. Sage deinem inneren Kind, dass du es gerufen hast, weil du die Schmerzen und Wunden der Vergangenheit so gerne für euch heilen möchtest, und frage es, ob es bereit dazu ist. Wenn es einverstanden ist, dann bitte dein inneres Kind und bitte deine Seele, dass die Wunden und Verletzungen der vergangenen Kindheit an deinem inneren Kind sichtbar werden.
ganz egal, ob es Misshandlungen waren oder verletzende Worte, ob es im Stich gelassen oder verraten wurde. Bitte darum, dass all diese Wunden und Verletzungen in Form von Kratzern und Wunden bei deinem inneren Kind sichtbar werden. Und bitte bekomme keine Angst, wenn du die Wunden deines inneren Kindes siehst. Sie sind symbolisch für das, was du erfahren hast. Vielleicht siehst du nur kleine Blessuren oder Schrammen an deinem inneren Kind. Vielleicht aber siehst du tiefe Wunden, offene Stellen, Verfärbungen an der Haut. Es kann auch sein, dass du symbolisch einen Dornenkranz auf dem Kopfe siehst. Vielleicht bist du noch sehr berührt und du spürst das Mitleid in dir, dein inneres Kind so zu sehen. Erlaube dir, diese Trauer zu spüren. Erlaube dir, die Sehnsucht nach einer heilen Kindheit zu spüren. Erlaube dir, das Leid wahrzunehmen. Doch versuche, soweit es dir möglich ist, für dein Kind da zu sein. Das heißt, versinke bitte nicht in dem vergangenen Leid. Gehe nun hin zu deinem Kind, nimm deinen Mut, deine Kraft und deine Liebe zusammen und gehe zu deinem inneren Kind. Wenn es dir möglich ist, dann nehme es in den Arm und gib deinem inneren Kind so die Möglichkeit zu trauern, wenn es bisher nicht trauern konnte. Schau einfach, was geschieht. Vielleicht ist dein Kind auch stark und möchte gar nicht trauern. Alles ist okay, alles ist in Ordnung. Erkläre deinem Kind, dass seine Schmerzen und seine Wunden auch die deine sind und ob es okay für dein inneres Kind ist, die hohen Mächte der Liebe, der Gnade und des Lichtes zu rufen, um die Wunden vergangener Tage zu heilen, um die Schmerzen der Kindheit zu heilen. Thank you.
Und dann rufe sie, rufe dein göttliches hohes Selbst, das nie von Gott getrennt war. Rufe Christus, deinen Bruder und Heiler, rufe die Mutter Maria, rufe all jene göttlichen Energien, die du jetzt brauchst, um die Wunden deiner Kindheit zu heilen. Rufe sie und lasse sie erscheinen dort, in deinem Herzen. Deine Begleiter nicken dir zu, sie lächeln dich an und sie freuen sich mit dir, dass du diese alten Wunden endlich in die Heilung gibst und dass du ihnen diesen wichtigen Anteil von dir überlässt und ihnen vertraust. Engelsgleiche Wesen, die ein zartes Licht verbreiten, nähern sich langsam deinem Kind. Mit ihren Flügeln streicheln sie sanft über die Haut des Kindes, und du siehst, wie alles von deinem Kind abfällt, was nicht zu deinem Kind gehört, ob es Splitter sind, ob es Dornen sind oder ein dicker Schorf, alles fällt von deinem inneren Kind ab. Sehe und spüre, höre, wie dein inneres Kind erleichtert aufatmet. Nun tritt Christus mit Mutter Maria nach vorne. Mutter Maria geht auf die Knie und legt sanft ihre Arme um dein inneres Kind. Du kannst beobachten, wie das Herz deines inneren Kindes anfängt zu leuchten. Und die Tränen der Vergangenheit zu fließen beginnen. All die verletzten Gefühle, all die Emotionen, die so tief in deinem inneren Kind vergraben sind, dürfen nun fließen, und sie fließen in Form von Tränen aus den Augen deines inneren Kindes.
Mutter Maria nimmt ihr Tuch, das ihre Haare einhüllt, faltet es zusammen und trocknet damit jene Tränen, die aus deinem inneren Kind fließen. Erlaube, dass Mutter Maria das Herz deines inneren Kindes und somit dein Herz heilt. Christus tritt nun an dein inneres Kind, in der Hand eine goldene Schale mit einem leuchtenden Balsam darin. Auch er kniet sich vor dein inneres Kind. Und er legt andächtig seine Stirn an die Stirn des Kindes und greift dabei mit seiner Hand an den Hinterkopf des Kindes, so als ob er dein inneres Kind in der Berührung von Stirn zu Stirn halten möchte. Du siehst, wie die Stirn von Christus und auch die Stirn deines Kindes zu leuchten beginnen. Mit dieser Berührung löst Christus alle traumatischen Erfahrungen aus den Erinnerungen deines inneren Kindes. Er löscht diese Erinnerungen nicht, nein, er heilt sie, sodass die Erinnerungen nicht mehr schmerzhaft sind. Für einen Moment bleiben Christus und dein inneres Kind in dieser Haltung. Dann greift Christus zu der Schale mit dem Balsam und reibt von Kopf bis Fuß dein inneres Kind mit dem Balsam ein. Alle Schmerzen, die dir körperlich zugefügt wurden, alle Missachtungen, alle Bestrafungen werden durch den Balsam geheilt.
Alle Wunden, alle Narben und Verletzungen heilen ebenso. Erfahre diese Salbung deines inneren Kindes. Und dann schaue es an, schaue dein inneres Kind an, wie es vor dir steht und strahlt und lacht, als sei nichts gewesen. Sehe, spüre, wie all die Schwere abgefallen ist und wie es heil vor dir steht. Gehe zu deinem inneren Kind und nehme es in den Arm. Nehme dich selbst in den Arm und sage deinem inneren Kind, wie sehr du es liebst. Und dann erlaube, dass dein geheiltes inneres Kind wieder Platz in dir nimmt. Sehe und spüre, wie es langsam und sanft mit dir verschmilzt. Verschmilzt zu Verständnis, Liebe, Verzeihung und Licht. Spüre diese Kraft in dir, die dein geheiltes inneres Kind ausstrahlt. Spüre die Freude in dir. Spüre das Licht in dir, spüre die Liebe in dir. Und dann bedanke dich bei allen, die an dieser Heilung teilgenommen haben.
Komme nun wieder auf deine eigene Art und Weise und in deinem Tempo wieder ins Hier und Jetzt zurück und nehme dein geheiltes Kind mit dir in dein Leben. Die Musik wird dich noch ein paar Minuten begleiten.